Sync-Geräusch. 1, 2, 3. Passt. Okay, und meine Herren, Prost. Prost. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 298. Wir schreiben den 28. März 2017. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Neben mir sind der Dennis. Dennis, hallo. Der Karl-Heinz und ich, der Horst. Die beiden kriegen gleich ein Essen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, allen unseren Flatterern, Sponsoren, Entschuldigung, Patreonen und Flatterern. Unserem Flatterer und Klebemonster, genau. Und damit kommen wir zum Teaser. Worüber wollt ihr heute reden? Ja, ich habe Lineage. Kurz Blitz, du hast eine vorbereitete Themenliste? Ja, auf meinem Zettel, gerade eben noch angefertigt. Symantec versus Google. Mhm. Und der Notfallaufnahme des AKHs. Okay, hast du da Erfahrungen gesammelt? Ja. Okay, Karl-Heinz? Was habe ich gerade gesagt, wie wir bevor wir einfach... Dass du deine Frau mitbringen wirst. Nein. Nein, das ist ein schönes Thema. Über kalten Leute geben? Nein, das weiß ich. Achso, du wunderst dich, wie in den USA Leute trinken. Ja, das war es. Ja, wir spekulieren darüber. Okay, das ist ein super das Thema. War, das war eine Sache über, ich kenne über Amagi Brilliant Park, sein Anime, Warhammer Total War. Und ich kenne auch über, ich wollte auch kurz, vielleicht nicht dieses Mal, aber ausprobiert, dieses Mal diese Frau von Woman Tech Makers. Oder? Woman Tech Makers, ja. Ja, ja, über. Wie es ist mit Gender, ich meine im Zusammenhang von Amerika, von meiner Erfahrung hier in Wien und in Musik und im IT-Bereich. Okay. Meine Herren, bitte schön laut reden, weil wir haben in der Störgeräusche, dass da jetzt eine Lüftungsanlage die läuft. Das würde ich, glaube ich, ein Netzbrumm hineinmachen. Okay, ja, und ich lese mich gerade durch ein Buch, das sehr dick ist, wie sieht man das, und das heißt The Origin of Political Order von Francis Fukuyama. Und das ist extrem cool, darüber kann ich vielleicht erzählen ein bisschen. Und sonst über meinen Podcast. Und ich war in Bratislava und habe das bei Tageslicht gesehen. Das ist alles. Das erste Mal bei Tageslicht. Das erste Mal bei Tageslicht, ja. Also die Innenstadt von Bratislava bei Tageslicht. Die Altstadt. Genau, ja. Tjo, gibt es Meldungen? Ich muss unbedingt verweisen auf die Tagespresse, da ist ein schöner Artikel über den Gastauftritt vom niederösterreichischen Landeshauptmann im ORF-Interview. Das hat den Titel Wutoper stürmt ORF. Wutoper, ja. Der Pensionist. Wutoper kommt erst im Artikel vor. Ja. Ja, das macht sehr gut. Ich habe auch das Interview angeschaut. Also ja, da war eine... Kritikfähigkeit von niederösterreichischen Landesfürsten dürfte gering ausgeprägt sein. Ehemaligen. Ist er jetzt gar nicht mehr? Ja. Meines Wissens nicht mehr. Nein, hat er schon abgegeben. Ja, ich weiß nicht. Das stimmt, ja. Da kommt die Mika Leitner, die hauptsächlich bekannt ist wegen die Innenminister. Ja, die gerade so für die in Dreiskirchen in den Flüchtlingsheim, sie war dafür zuständig und sonst kenne ich sie gar nicht. Mikkel Leitner ist auch schuld, dass immer noch Kupfer in Wien verlegt wird statt Glasfaser. Das ist ihre Schuld. Mehr oder weniger ist sie auf jeden Fall, wenn es schuldige Personen geben könnte, dann ist sie unter anderem eine. Einem Unternehmen kann man nicht vorwerfen, eigene Interessen zu vertreten, aber eine Person, die das Volk vertreten sollte, kann man sehr wohl. Naja, ich meine, vorwerfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, haben wir irgendwelche Tech-Meldungen, die dringend erwähnt gehören? Tech-Meldungen, die erwähnt? Oder irgendwelche technischen Themen? Ich habe zwei technische Themen mit. Sprich? Okay. Achso, ihr habt ja gar keine Tech-Themen. Nein. Ja, fange ich mal mit der lustigen Meldung an oder mit der frohen Botschaft.
Symantec ist ja ein Zertifikatsaussteller und wird jetzt bei Google runtergeratet. Das heißt also, die Browser werden nicht mehr anzeigen, diese Seite ist sicher. Wenn also man Symantec ist unsicher. Wenn man also von Symantec, VeriSign, ein Zertifikat hat, dann wird das runtergeratet, also nicht mehr als so sicher eingestuft wie zuvor. Die Meldung hast du gefunden auf heise.de? Oder ja, unter anderem. Also dort bitte nachlesen. Das ist doch Antivirus. Genau. Unter anderem, ja. Also alles Schlechte kommt von denen. Ach so, richtig. Okay. Ja, ja. Wir haben gedacht, McAfee und andere sind auch nicht. Ja, die sind auch schlecht, aber also die haben halt noch VeriSign eingekauft. Dennis wendet und öfter gegen Viren, Antivirensoftware. Ja, das ist ein eine ideologische Missgeburt. Ne? Ja, genau, eine ideologische. Ja, das stimmt wirklich. Ja, der Grund ist, dass Symantec, also VeriSign, Zertifikate ausgestellt hat, die sie eigentlich hätten nicht ausstellen dürfen. Und jetzt bekommen sie mal die Quittung für, ja, dem wird jetzt wahrscheinlich demnächst die Kunden davon laufen. Also einfach auf heise.de die entsprechende Meldung. Ja, ich werde die noch rein. Du hast gesagt, du hast noch ein Tech-Thema? Ja, und zwar, ich habe mein Mobiltelefon mit einer neuen Software ausgestattet. Kann ich jedem nur empfehlen, es auch zu tun. Bisher hatte ich Cinegen Mod drauf. Ja. Die wird ja nicht mehr weiterentwickelt, okay, weil das Team ja aufgehört hat. Und wie heißt das, was du jetzt drauf tust? Was ich jetzt habe, ist Lineage OS. Noch einmal. Lineage. Lineage, oder? Ja. Lineage, ja. Lineage. Und das ist ein Unix- oder Linux-mäßiges? Es ist weiterhin Android und es ist im Prinzip so der geistige Nachfolger von Cinegen Mod. Okay. In jeder Hinsicht, es ist der Source Code sogar geforkt worden. Okay. Wie bist du jetzt zufrieden nach einem Tag? Weil weißt du, dass es erst ein Tag ist? Habe ich schon gesagt, dass es gestern war? Vermute ich jetzt irgendwie. Ja, ich habe es vorhin mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ja, also es ist nicht nur, dass ich Lineage OS jetzt statt Cinegen Mod habe. Mhm. Es ist sogar schon eine neuere Android-Version. Also es ist eine größere Umstellung für mich. Und ja, es ging ziemlich reibungslos. Problem ist nur Backups. Mhm. Und zwar, ich habe mit ADB ein Backup vorher gemacht von den ganzen Apps. Und das ist vollkommen unabhängig von Lineage. Das ist bei jedem Android so, wenn man mit ADB Backup das macht und versucht wieder zurückzuspielen. Man muss vorher die Software installieren, bevor man das Backup zurückspielen kann. Aber man darf die App nicht starten, bevor man das Backup eingespielt hat. Mhm. Also ist die Software nicht drauf, wird das Backup zwar eingespielt, aber sofort gelöscht, wenn man die App installiert. Und hat man das schon mal gestartet, wird es auch nicht wieder eingespielt. Okay. Klingt nach Designfehler, ne? Ja, ein bisschen zumindest. Und sag, ist das jetzt dieses Lineage OS, ist das jetzt auch so mit Google verheiratet oder ist der Sinn davon, dass du eben ohne die ganzen Google die muss man extra Integration auskommst? Also die Google Apps kann man nachinstallieren. Ja. Es ist in der Anleitung direkt angegeben, wie man das in einem Abwasch installiert. Abwasch klingt ja. Also man kann zum einen von einem regulären Betriebssystem, was man schon vorher drauf hatte, darüber installieren. Man verliert allerdings wirklich Daten, weil die meisten ja gelockt sind. Und wenn man es anlockt, dann werden erstmal alle Daten. Also sofort beim Kauf direkt Unlock durchführen, dann geht man sicher, dass man keine Daten verliert. Weil man kann das Backup auch nicht durchführen, wenn es nicht unlocked ist. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn du das hast, das Lineage OS und trotzdem die Google-Verknüpfungen machst? Was ist dann der Vorteil gegen einen handelsüblichen Android, was ja schon meistens mit sehr viel Google-Sachen daherkommt? Ja, bei Cinegen Mod, die Themes waren super. Das fehlt noch bei Lineage OS, aber warum macht man es überhaupt? Ist es mehr freiere Software oder weniger durchsetzt mit Spyware? Also Android, das AOSP, das Original Android, wie es Google entwickelt, ist Open Source bereits. Bei Lineage OS sind noch ein paar Sachen dazugekommen, zum Beispiel ein wesentlich granulares Berechtigungssystem. Okay. Das heißt, man kann wirklich sagen, die Software hat gar keine Berechtigung, auf dies oder jenes zuzugreifen. Und ja, es ist... Also du hast mehr technische Möglichkeiten überhaupt, mehr das schief zu sein. Ist das mit Updates? Das ist das meiste Android... Das
ist wirklich, stimmt, das habe ich vollkommen vergessen. Ja, das ist ein Riesenvorteil, weil die Updates bekommt man wirklich regelmäßig. Mhm. Bei den meisten ist vom Hersteller abhängig. Ja. Ja, die geben ziemlich viel Zeit. Und beim Linux OS hast du jetzt wahrscheinlich ein Repository, wie unter Linux, wo du immer das Neueste runterholen kannst? Oder? Es ist eher so, dass man wirklich ein Image drauf zieht. Aber es ist ein neues Image drauf? Okay. Ja, man verliert allerdings bei den normalen Updates niemals seine Daten, weil es einfach nur ein drüber. Warum machst du, okay, ich weiß, das klingt extrem. Warum machst du einen Backup von deinem Handy? Wie bitte nochmal? Du machst ein Backup von deiner Handydaten. Und wieso? Damit ich meine Daten nicht verliere. Aber ich habe gedacht, auf einem Handy normalerweise, okay, ich meine, ich tue nie etwas wirklich Wichtiges auf meinem Handy. Die Frage jetzt verstehe ich gerade nicht. Moment. Naja, ich meine, was... Du fragst nach dem Sinn, warum machst du überhaupt ein Backup von deinem Handy? Warum hast du überhaupt wichtige Daten auf deinem Handy drauf? Es geht eher darum, wenn ich bestimmte Dinge eingestellt habe, wie Farben und solche Sachen, oder Einstellungen von den einzelnen Apps, wie zum Beispiel Signal, dass ich das nicht verliere. Da habe ich zum Beispiel einen Fehler begangen. Ich habe Signal gestartet, bevor ich das Backup wieder eingespielt habe. Daher hat sich bei mir der Schlüssel jetzt geändert. Okay, und ihr wisst jetzt eigentlich, was ihr esst, oder... Ja, das sind, das, das sind meines Wissens Kalbs, verschiedenes Kalb. Verschiedenes Kalb. Diesmal, ja. Sehr gut. Das hat er jedenfalls letzte Woche angekündigt, dass es das gäbe. Okay. Ich meine, es ist, probieren mit das Reis und kurdischem Salat, ne? Okay, dann während ihr esst, kann ich euch unterhalten mit meinen zwei Themen. Erstens mit Bratislava, das habe ich mir jetzt bei Tageslicht angeschaut, Tagesausflug gemacht von Wien aus und muss sagen, ist sehr nett, speziell die Restaurantpreise sind für Wiener Verhältnisse eine sehr schöne, angenehme Überraschung. Ja. Also die Hälfte von dem, was man gewohnt ist. Und ich nehme an, wenn man schaut, noch billiger. Und zwar nicht die Portion, sondern der Preis. Der Preis, ja, die Portionen sind voll in Ordnung. Die slowakischen Gerichte sind auch sehr, sehr okay. Ja, was kann in Tschechien ist es auch so, aber besonders wenn man nicht in Prag ist, es noch teurer, aber in zum Beispiel Brünn, die zweite größte Stadt, sind die gewaltig billiger als Wien. Brünn ist ja gar nicht so weit weg von Wien eigentlich. Kann man mit der Schnellbahn hin. Schnellbahn vom Französischbahnhof. So 1 Stunde 40. Ja, Regionalzug quasi. Das ist auch schöne Stadt, Brünn. Ja. Und, was mir sehr gefallen hat in Bratislava, es gibt eine Donaubrücke und die hat in der Mitte eine kleine Ausbuchtung mit Sitzbänken. Da kann man sitzen, so wie Parkbänke, und blickt stromabwärts, glaube ich. Oder stromaufwärts, stimmt, stromaufwärts, und ja, kann die Donau anschauen. Das ist wie ein kleiner Park mitten auf einer Brücke, nur ohne Bäume. Also es gibt bei der Reichsbrücke und so gibt es schon auch Ausbuchtungen, wo du dich anlehnen kannst an Geländer und aufs Wasser schauen, aber es sind keine so netten Banken. Ich habe gedacht, eigentlich ist das total wichtig, dass es auf langen Brücken über schöne große Flüsse Sitzbänke gibt, damit man gemütlich sitzen kann und sich den Fluss genießen kann. Dann ist man schon mitten auf einer Brücke. Ne? Irgendjemand hat mal a Doob on the Danube genannt, was sich wahrscheinlich genau darauf bezieht. Aber ich erkläre jetzt nicht, was das ist. Okay. Ich vergesse nicht zu sterben. Ja, und sonst, den Tipp habe ich von Florian. Wenn man mit der Schnellbahn kommt nach Bratislava, sieht man gleich so einen russischen Soldatendenkmal vom Zweiten Weltkrieg. Das schaut genauso aus wie das Denkmal am Schwarzenbergplatz. Ist auf so einem kleinen Hügel. Und wenn man dort hinauf geht auf den Hügel, man kann es eigentlich sehen vom Bahnhof aus, dann wird man belohnt mit einer sehr schönen Aussicht über die Altstadt, über ganz Bratislava, und man sieht auch dann von oben auf diesen Schlossberg hinunter, also das ist recht empfehlenswert. Und sonst, was mir aufgefallen ist, sie haben ein slowakisches Fernseh- und Radiozentrum und das schaut aus wie eine verkehrte Pyramide, die mit der Spitze in den Bogen gerammt ist und oben ist sie breiter als unten. Hallo? Da kann man auch reingehen und drin ist so, sind so alte Radiogeräte ausgestellt. Also recht nett. Und irgendwie, glaube ich, ein neuer Uber-Gebäude gebaut in Bratislava.
Das heißt, neu habe ich nicht gesehen, ich habe eine alte Philharmonie gesehen, die hat recht hübsch ausgeschaut, die war direkt am Ufer, aber ich habe jetzt nicht die ganze Stadt erforscht. Ja, also, aber am Ufer gibt es sicher auch eine neue Oper und da ist auch daneben und beim Donau ist es auch urschön dort. Okay, ja. Was ich noch nicht gemacht habe, ist mit dem Schiff nach Bratislava fahren, das möchte ich nochmal machen. Vielleicht mit Niederösterreich Card. Ja. Die billigste Variante. Aha, kannst du erzählen? Aber ich weiß nur, dass gibt, dass man kann eine Niederösterreich Card kaufen und dann eine von den Sachen, die dabei ist, ist ein ist Bratislava. Schifffahrt, okay. Glaube ich. Du meinst, das ist billiger als die Einzelfahrt mit dem Schiff? Well, okay, wenn du nur das machst mit den Niederösterreich-Karten, ist es nicht billiger. Okay. Aber wenn du das machst und die anderen Sachen auch machst. Okay, dann zahlt es auch. Besonders alle diese Sachen, die zum Beispiel eine auf dem Schneeberg hinauffährst. Das ist dann billiger. Ja, und da sie immer noch ist, werde ich gleich weiter erzählen. So, also Fazit, Bratislava ist eine Reise wert. Speziell eine kulinarische Reise. Und was ich noch erzählen kann ist, ich habe dieses Buch zwar noch nicht ausgelesen, aber ich erzähle es jetzt schon, weil schon so viel drinnen steht, ich sonst wieder den Anfang vergesse. Und zwar geht es da um The Origins of Political Order von Francis Fukuyama. Und das ist ein richtiger Page-Turner. Also das Thema klingt extrem trocken, aber mich hat das extrem fasziniert, schon gleich von der ersten Seite. Und er beschreibt praktisch die Entstehung von Staaten oder von politischen Organisationen und gibt dann sehr, also er fängt sehr groß an, der Untertitel ist From Pre-Human Times to the French Revolution. Und er fängt praktisch in der Steinzeit an oder bei den ersten Höhlenmenschen. Er referenziert andere Bücher, wo es um Beobachtung von urtümlichen Gesellschaften geht und er unterscheidet halt zwischen Tribal Societies und Kingdoms und dann eben States. Und es ist schwer zu beschreiben, es ist wirklich dauernd faszinierend. Also, wir haben ein sehr gut geschriebenes Sachbuch und sehr, auch ein bisschen sehr, sehr nihilistisch, ja? Weil er beschreibt zum Beispiel, geht der Frage nach, warum haben sich aus, also überhaupt die Frage, warum haben sich landwirtschaftliche Gesellschaften entwickelt. Landwirtschaft, die Entdeckung der Landwirtschaft ist menschheitgeschichtlich nicht sehr alt. Das ist ein bisschen über 10.000 Jahre oder so, dass die ersten Menschen begonnen haben, wirklich ordentlich Landwirtschaft zu betreiben. Und sie haben dann zwar eine höhere Bevölkerungsdichte zusammengebracht, aber es war nicht unbedingt das Leben besser für die Menschen. Und es gibt genug Gesellschaften, zum Beispiel in Papua Neuguinea, die praktisch jetzt noch auf Steinzeitniveau leben, die haben zwar Landwirtschaft, aber entwickeln deshalb jetzt nicht Staaten. Das geht nicht unbedingt Hand in Hand. Und da beschreibt er halt, dass einer der Gründe ist, warum es eben von einer relativ gleichberechtigten Stammesgesellschaft, wo jeder auch die Freiheit hat, wegzugehen, zu einer übervölkerten Staatenbildung gibt, wo eine Landwirtschaftsklasse ist. Das beschreibt er mit zwei Gründen. Also das eine ist Religion, dass das eine große Rolle spielt und Hand in Hand damit Militär. Und er sagt also auch, dass sich in Ägypten und so in China erste Staaten entwickelt haben, ist kein Zufall, sondern da ist einfach die Gegend da, um intensive Landwirtschaft zu betreiben und gleichzeitig ist die Gegend flach genug, dass du sie mit der damaligen Militärtechnologie beherrschen kannst, weil was du für einen Staat brauchst, ist meistens eine Unterklasse von Bauern, die von einer Oberklasse unterdrückt werden kann. Das ist dann ja vermutlich, das ist historisch meistens ein rivalisierender Stamm, der halt dann draufgekommen ist, es ist ein gangbarer Weg sozusagen, sich eine Unterkaste von Bauern zu halten und aus denen dann Abgaben auszupressen, was bei Nomaden nicht so gut geht, die einfach wegziehen und schwerer zu kontrollieren sind. Geht das Buch, erzählt es über verschiedene Stämme oder verdient? Nein, die Stämme sind nur so die ersten 50 Seiten und dann geht es sehr viel über China. Und zwar historisch China, das ist interessant für mich gewesen, weil wir haben in der Schule fast nichts über China gelernt. Wir haben relativ viel über Europa, aber China und Afrika und Indien hat keine Rolle gespielt. Und also, und es ist jetzt nicht eine Detailgeschichte über China, sondern halt in sehr großen Zügen, aber trotzdem geht auf gewisse Perioden ein. Und die Zusammenfassung, soweit ich es kapiert habe, ist, dass in China sich sehr schnell staatliche Strukturen entwickelt haben. Und auch sehr schnell immer es dann einem
rivalisierenden Staat gelangen, ein Großreich zu bauen, also die anderen Reiche zu assimilieren oder zu erobern. Und witzigerweise waren durch diesen Wettkampf zwischen diesen kleinen Staaten auch die, wie soll ich sagen, konservativsten Staaten gezwungen, Militärtechnologie, aber auch Verwaltungstechnologie von den Nachbarn zu übernehmen. Und eine Technologie, die sie übernehmen haben müssen, war also praktisch Massenarmeen. Das nicht nur eine kleine Kriegerkaste die Kriege macht, sondern wirklich riesige Armeen also praktisch die ganze männliche Bevölkerung eingezogen wird. Das ist eher unüblich. Ja, und dann auch über das politische System, also dass da zum Beispiel sehr früh schon eine Merit-Based Administration gegeben hat, also wo man nicht aufgrund von Herkunft einen Verwaltungsjob bekommen hat, sondern wirklich also lesen und schreiben können müssen und es hat eigene Schulen gegeben und ein Prüfungssystem, wo halt der Staat, also der Kaiser versucht hat, einen Verwaltungsapparat aufzubauen, der ihm loyal ist und nicht seinem jeweiligen Clan, was bei Nomaden eben schwerer ist, weil die sehr oft dieses Familien- und Kinnbasierte System haben. Ja, extrem faszinierend. Und jetzt war gerade ein ziemlich genauso großes Kapitel nur über die Entwicklung in Indien, die halt anders ist, weil es da Indien war fast nie zentral verwaltet. Und wenn es ein Großreich gegeben hat, dann ist es immer nach einer Generation wieder zerfallen. Wirklich? Und Indien war eher sehr dezentral organisiert, was auch mit der Religion zu tun hat. Also weil die Brahmanen, also ein Kastenwesen, das noch einmal dagegen gewirkt hat, und dass die Gesellschaft sozusagen dort sie haben zwar keinen Staat gehabt, aber so etwas ähnliches wie eine Rule of Law, also weil sie einfach die überlieferten religiösen Gesetze, was eine Kaste machen darf und dass der König eigentlich der Beschützer der Priesterklasse ist und nicht umgekehrt. Ne? Also mehr Checks and Balances und das schreibt alles. Und jetzt lese ich gerade über die Mamelukenherrschaft in Ägypten und bei den Ottomanen über das Wesen der Kriegssklaven, also eigene Sklavenkaste, die geraubt wurden als Kinder und dann als muslimische Sklaven erzogen wurden, nur dem Führer loyal waren, also dem obersten Scheich. Und ihr Prinzip war, dass sie sich nicht, also sie durften ihre Reichtümer nicht vererben, sondern es mussten jedes Mal neue, wie die Janitscharen, also neue Kindersoldaten geraubt werden und großgezogen werden. Ja. Und dadurch haben die keine Clan-Strukturen aufbauen können. Was aber im Endeffekt dann doch nicht funktioniert hat. Aber sowohl bei den Mamelucken als auch bei den Ottomanen, aber es hat über Jahrhunderte funktioniert. Und es beschreibt also immer sozusagen den Gegensatz zwischen einem Staat, der versucht, staatliche Strukturen aufzubauen, und dem widersprechenden patriarchalischen oder Clan-System, wo einfach nur, wie es jetzt auch nur in vielen Staaten ist, wo eine Familienbande sehr viel mehr zählt als ein Staatsstrukturen. Ja, also extrem, extrem spannend zu lesen, speziell wenn er Vergleiche macht zur heutigen Zeit. Ja, und ich bin erst bei einem Drittel, also freue mich, was noch alles kommen wird. Das heißt, nächste Woche kommt das nächste Drittel? Ja, wenn ich so schnell weiterlese, ja. Und ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes Sachbuch gelesen, kannst du das sehr empfehlen. Klingt sehr interessant. Ich bin eigentlich ein bisschen an klassischer Musikstudio. Die tribalische, die System, das es ist, so auf Feudalismus manchmal, manchmal versuche ich es mehr demokratisch zu machen. Wie klassische Musik hat dann Feudalismus und Demokratiebewegungen drin? Ja, es hat feudalistische und meritokratische und nicht so wirklich demokratische, aber so, es hat so ein System, klassische Musik. Also es gibt verschiedene Herrschaftssysteme innerhalb der klassischen Musik? Ja, kann man sagen, glaube ich. Kannst du das ein bisschen erklären? Naja, wie soll ich sagen? Du weißt, dass es gibt Universitätssystem, besser beispielsweise Open House, ja? Es gibt so Open Häuser, es gibt die Recording Studios, es gibt Wettbewerbe und es gibt die Institutionen wie Klavierlehrer-Professoren an die Unis, ja? Ja. Und manche Leute machen wirklich Karriere, indem die... Also in so einem hierarchischen, durchorganisierten System. Ja. Gehen in die Musikschule, gewinnen ein paar Wettbewerbe, steigen auf. Naja, nicht wirklich die Musikschule, aber ja, in diese... Ja.
zum Beispiel, es ist urhäufig, dass jemand in seinen Lebenslauf als Musiker schreibt, ich habe bei, studiert bei Person X und Y und Meisterclass bei Z. Und das sind so Namen, die man reintut und diese Person, vielleicht für deinen Lehrer, natürlich in Amerika besonders, man sagt den Lehrer, man nimmt Unterricht und oft ist es so, der Lehrer hilft dir bei deiner Karriere. Das ist so ein Klientelsystem ein bisschen. Ja, ja. Also du kaufst auch den Ruf des Lehrers und sein berufliches Netzwerk. Genau. Zugriff auf seinen Ruf. Ja, genau. Und der Lehrer, ich meine, meiste Wettbewerbe heute sind gemacht von Lehrern. Okay. Und oder ja, Leute, die spielen Pianisten, Geiger, was immer. Aber oft ist es so, offiziell ist es meritokratisch, aber... Also auf Verdienst basierend oder auf Talent basierend. Ja, ja, wie man spielt bei Wettbewerben. Okay. Und du meinst, in der Realität ist es sehr viel klientelbasiert. Ist es so, dass ein paar Musiker schließen sich zusammen, merken... Nicht mein Kartell. Dann brauche ich einen Wettbewerb. Ja. Das passiert wirklich, ja. Ich sage nicht, welcher Wettbewerb, das weiß ich, das ist passiert häufig. Eine Gruppe von Lehrern, die schließen sich zusammen, machen einen Wettbewerb und dann, okay, man kann nicht seine eigene Schüler haben, aber gegenseitig, aber gegenseitig geht es, ja. Ach, ich habe gedacht, das geht so in der Bauwirtschaft. Nein, bei Musik ist es extrem stark, ja. Okay. Und natürlich auch die suchen ihre Nachfolger aus und es wird sehr so. Und dann gibt es Leute, die... Und das ist jetzt speziell in Europa oder das ist weltweit, dieses Phänomen? Das ist weltweit, aber in manchen Orten gibt es mehr und andere Orte gibt es weniger. Und man muss auch denken, zum Beispiel Recording Studios oder Labels, ja, die wollen Musiker, die spielen auf eine bestimmte Art und die Zuhörer wollen aber Musiker, die spielen auf eine andere Art. Das ist nicht unbedingt logisch, wenn man das bedenkt. Okay. Ja, das, was wirklich Leute gefällt und was sich verkauft, sind okay, nicht unbedingt das Gleiche. Oder was die finden, klingt gut und was sich verkauft, ist auch etwas anderes. Und das spielt dazwischen. Und ein, wie ihr vielleicht wisst, die Opernhäuser heute sind unter sehr schlechten Bedingungen und sperren sehr oft zu. Ich weiß nicht, das ist nicht. Ich meine, in Amerika ist es besonders schlimm. Hier in Wien ist es nicht. Aber das ist ein bisschen, ich sage, das Problem in klassischer Musik sind so. Man kann nicht sagen, dass es diese Probleme in Wien nicht gibt. Das ist wie zu sagen, ich in Rom, bei Barbaren sind noch nicht in Italien, ist es kein Problem, dass sie hier nicht in Rom sind. Ja. Ja. Es ist mehr so wie, ja, zum Beispiel Metropolitan Opera, ich glaube, die durchschnittlich ist es nur halb voll. Die Oper meinst du jetzt, oder? Ja, Metropolitan Opera. Ah, okay, ja. Aber es müsste, die ist doch in New York, oder? Die ja. Und da müsste doch genug zahlungskräftige, untergebildete Publikum geben für eine Oper. Ja, die schließen. Die Opern, die werden immer weniger Opern und dann, okay, dadurch, dass sie schließen, gehen die Publikum irgendwo anders hin und dann wird es immer kleiner. Und in Wirklichkeit, klassische Musik lebt sehr viel von Spenden. So sehr reiche Leute spenden Geld und wenn man auch den Durchschnittsalter schaut von den Leuten, die hinkommen, die werden auch nicht jünger und die bleiben nicht gleich alt, sondern die werden älter. Ja, das wird ja sehr gut thematisiert in dieser Serie Mozart in the Jungle, über die immer Sponsoren auftreiben müssen. Ja, ja. Und ja, die schärfen ein bisschen aus und die Opernhäuser, die haben, aber ich finde, ein Teilproblem ist die wollen, dass es sehr professionell ist und dass es alles richtig ist und niemand sich aufregt, aber es meiner Meinung nach ein Grund, warum es dieses Problem gibt, ist, dass das nicht sehr... Dass der Wettbewerb nicht funktioniert, oder? Nein, es ist mehr so not enough risk-taking, nicht versuchen es wirklich gut. Ja, ja. Ja, die wollen es mehr so, dass es ist, wie es ist. Es ist sehr konservativ. Sehr konservativ und oft ist geht in den letzten 100 Jahren in Richtung maschinelle Musik. Keine Innovation. Ja, ich meine nicht Innovation, ich meine auch wie zum Beispiel, dass die Sänger sollen singen mehr wie Instrumentalisten oder mehr wie eine MIDI-Aufnahme. Es nähert sich immer näher am Computer oder an etwas, das sehr
technisch klingt. Ja. Die Opernhäuser übrigens in Europa sind ja dadurch entstanden, dass die einzelnen Adeligen ein Prestigeobjekt benötigt haben und haben dann Opernhäuser gebaut und haben natürlich für sich selbst... Sie sind auch gerne in die Oper gegangen, ne? Wie bitte? Sie sind auch gerne in die Oper gegangen. Ja, es war eigentlich mehr Prestige. Mhm. So sind dann solche Opern wie, wie heißt sie nochmal mit dem Paukenschlag? Überraschungssymphonie? Oder? Ja, wie heißt sie nochmal mit dem Paukenschlag? Was meinst du? Von, ich glaube mal von Händel war das doch. Das ist nicht eine Oper, das ist eine Symphonie. Ja, ich meine, die Symphonie mit dem Paukenschlag, war das die? Das ist nicht Paukenschlag-Symphonie. Surprise Symphony. Ja, wir haben es auch gelernt, die Musik, da geht es so schön dahin und dann kommt plötzlich ja. Also daran sieht man, das ist ja deswegen, weil die ganzen Operngänger und auch überhaupt klassische Konzerte, dass die Leute zum Teil eingeschlafen sind währenddessen und deswegen hat er diesen Paukenschlag dort eingebaut. Daran sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass das Interesse eigentlich gering war. Und okay, ist aber eigentlich jetzt ist voll bei den Opern, ich wollte auf das zurückgehen. Also, du hast gesagt, also es gibt so ein Klientelsystem bei der ganzen klassischen Musikausbildung, also über diese Lehrer. Ja, es kommt darauf an, wo und... Gibt es auch ein Beispiel von einem reinen Merit-System, also unter irgendeinem, keine Ahnung, kommunistischen Land oder einem sehr leistungsorientierten, wo wirklich nur der Beste durchkommt und... Das ist sehr schwer zu sagen. Da kommt man sofort auf die Frage, was ist Merit bei klassischer Musik. Die Sache mit Wettbewerben ist, ich sage mir bei den besten Wettbewerben, die versuchen es so zu machen. Die kommen an den Grund, die versuchen es irgendwie, okay, wie bewerte ich diese Spielen, Interpretation auf einer rein objektiven Art. Und das einzige Art, die funktioniert dann, ist, spielt er, was in den Noten steht? Sind alles Töne richtig? Macht er alles ohne Fehler? Und das geht. Sobald es irgendetwas ist wie, was ist die ausdrucksvollste Spielen? Ja. Ist das nicht mehr objektiv feststellbar. Und kann man nicht das Geld oder den Applaus, die Publikumszahlen nehmen als Parameter? Also es gibt oft einen Publikumspreis bei Wettbewerben und solche Sachen, aber ich muss auch sagen, dass meiste große Wettbewerbe haben eine Vorauswahl. Und, das heißt, eine Gruppe von den Jury, bevor das irgendjemand in der Welt sonst es zuhört, die suchen aus, wer zum Wettbewerb kommt. Ja, schon darf, ja. Ja, und wenn die merken, oh, diese Person ist sehr gefährlich, dann wird er nicht zum Wettbewerb eingeladen, oft. Ja, habe ich gehört. Und ja, es ist ein bisschen in diese Richtung. Es ist halt, ich meine, alle wissen, es ist so, ich habe bei der großen Meister. Ich meine, es kommt von, manche Leute haben gesagt, mein Lehrer war, ich weiß nicht, hat bei Leschetizky studiert, Leschetizky bei Czerny bei Beethoven und mein Lehrer war aber also bei Liszt und dann so und dann diese Verbindung und das ist eine Art, wie manche Leute sich aus die Tradition, die Tradition ist so wichtig. Dann sagt man, es kommt von dieser, es gibt diese Verbindung vom Lehrer und so. Das ist, ja, es ist sehr kompliziert. Ich weiß nicht. Es gibt, würde ich sagen, nicht eine reine Mehrheit. Also man geht vielleicht mit Recording, aber ich meine, Musiker zahlen, um ihre Aufnahme zu machen für eine Record-Label. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Ja. Das ist nicht man so kann sich auch die Oper mieten, oder? So, dass du ja, man kann die Oper mieten, man kann. Ich sage, es gibt einen sehr bekannten Pianist, er hat Karriere auf die folgende Art gemacht. Reiche Person geheiratet, die bekannteste Seele ausgemietet und CDs gemacht, fette Karriere gemacht. Okay, er musste auch spielen, aber ich meine, ja. Und das wird dann gekauft? Also ja. Ja, ich meine, es gibt ja einen Range und wenn es ein bisschen rund ist oder ein bisschen drüber, wenn dann der CD-Cover ein bisschen schöner ist oder die Tontechnik besser ist, dann kann man irgendwie pfuschen. Ne? Und sag, hast du Einblick nur von dem Umsetzen jetzt rein, was Geld gemacht wird, von klassischer Musik im Gegensatz zu jetzt Unterhaltungsmusik oder volkstümlicher Musik? Oder ich glaube, irgendwie so 2% von Aufnahmen sind Klassik, glaube ich. 2%? Ja, so für gehen an den Musiker. Nein, aber überhaupt, was du, ich meine, was verkauft wird von verkaufter Musik? Keines von Geld. Sagen wir so, ich kenne kein Beispiel von einem lebenden
war fast keine Beispiele, wo ihm die von seiner Aufnahme die klassischen Musik. Und das ist fast nur Zahlen, die dafür die Musiker. Dass sie Aufnahmen machen. Ja. Also du kannst nicht die klassische Pop- oder Rockmusikkarriere machen, dass du einmal ein Hit hast und dann. No. Weißt du, wie viele CDs du verkaufen musst, um Nummer 1 in den Charts, Classical Charts zu kommen? Ich glaube, nicht einmal. Keine Ahnung. 1000. 1000. 1000. Dann bist du Nummer 1 in der Welt. Da sind wir mit 300 Hörern am Bierdorfer-Podcast schon mal dran. Wir haben nur keine klassische CD. Ich will hier ein bisschen Klassikmusik machen. Ja, ich meine, wirklich, es ist sehr, okay, sehr... Ja, sehr niedrig. Okay. Ja, ich meine, die verkaufen nicht wirklich, man werden nicht so oft. Aber kann man dann nicht irgendwie sagen, dann ist die komplette klassische Musikausbildung zumindest doch etwas, was sehr am Markt vorbei produziert, weil eine extrem geringe Nachfrage ist für etwa ein sehr langes Studium und man investiert ja extrem viel Zeit hinein, um gut zu werden. Ne? Ja. Also jetzt nicht persönlich. Ja, ich meine, es ist sehr schwierig. Es ist wirklich, ja. Da werden irrsinnig viele Musiker ausgebildet. In Wien gibt es zwei Musikunis, öffentliche, oder eine, die von Stadt Wien, eine von ganz Österreich, der MDW und MUG. Mhm. Und besonders MDW ist eine Riesenteil. Die haben extrem viele Studenten und extrem viele Lehrer. Und es gibt wirklich, es gibt das Problem, dass es gibt so viele Musiker, die produziert werden und nicht wirklich genug Arbeitsplätze dafür. Ja, ja. Dass dann 400 Leute sich bewerben für eine C-Kategorie-Arbeit. Oder so. Oder, ich meine... Diese Musiker können dann nicht so einen Hüttenschlager komponieren oder spielen oder irgendwie sich ihr Brot im Unterhaltungssektor verdienen. Manche Leute gibt es, die das machen dann. Und sind sogar sehr erfolgreich. Mhm. Aber... man lernt nicht diese Art von Musik machen. Und das sind nicht die Leute. Die meisten, die werden dann Lehrer. Oder die Lehrer und durch ihn auch mehr Leute. Und dann wird es immer größer. Ein Schneeballsystem eigentlich. Das ist eigentlich sind Musik-Universitäten und Musikschulen illegal, weil es ein Schneeballsystem ist. Das ist gemein, aber auf eine Art hast du recht, ja. Dadurch, dass es gibt nicht wirklich andere Jobs als Leute zu unterrichten. Ja. Würde ich sagen. Für Orchestermusik gibt es Orchester, ja. Und die anderen Jobs, die es gibt, sind staatliches und Dings und von Spenden. Aber es gibt Leute, die auch. Mhm. Aber es ist immer wird es kleiner. Okay. Die Durchschnittsalter, sage ich dir, vor 100 Jahren war Durchschnittskonzertalter in Amerika 28 für klassische Konzerte. 28. Was vom Publikum? Oder? Vom Publikum. Das ist das Durchschnittsalter, naja. Okay. Seitdem ist es immer um ein Jahr gestiegen. Jetzt ist es über 60 Jahre. Ah, okay. Ich meine, ich gebe Konzerte und das ist dann, da ist eine junge Person im Publikum, welcome. Nein, okay, bei meiner Fall nicht so stark, aber es ist wirklich immer, die werden immer älter. Du hattest ein anderes Thema, Karl, und zwar, wir haben vor der Sendung philosophiert, wie können Amerikaner Alkohol trinken, weil sie doch keine öffentlichen Verkehrsmittel haben? Es gibt öffentliches Verkehrsmittel. Zum Beispiel ein Freund von mir, er hat bei Stanford University gearbeitet. Und mit dem Auto hat es ihm 20 Minuten gedauert und mit dem öffentlichen Bus über 2 Stunden. Oh. So. Das heißt, du brauchst ein Auto, um dich in den USA vernünftig bewegen zu können? Mindestens, ich meine, okay. Und wir reden hier vom Land oder auch von Städten? Ich rede von Silicon Valley. Ah, okay, ja. Nicht von San Francisco, San Francisco ist seine eigene Universum, die ein öffentliches System hat, die funktioniert, dadurch, dass San Francisco so alt ist. Oder New York oder so, aber grundsätzlich in Amerika, außer in die großen Städte, fährt man mit dem Auto selbst. Und ich meine, meine Erfahrung damit war, dass es war eher kompliziert. Manche von meinen Freunden mussten zu Fuß, meistens war es mit einem designated driver. Also wenn du jetzt trinken willst, ja, ja. Gesellschaft.
Ja, und es gibt aber auch mehr Leute in Amerika, die sich von Alkohol abgrenzen, die kein Alkohol konsumieren als in Europa, würde ich sagen. Okay. Und du meinst, das hängt mit dem Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Fläche zusammen? Oder naja, aber die haben dann trotzdem fahren viele Leute besoffen. Mhm. Okay. Oder viele Leute würden fahren mit mehr Alkohol als... Ja, oder ich meine, dann macht man Kalkulationen, halt genug Zeit verbracht und was immer vor meinem Alkohol und so. Das ist nicht so gut, aber man kann auch mal was mit einem Freund trinken gehen und dann übernachten oder sowas. Aber ja, ich meine, logistisch klingt das als, ist es sehr aufwendig. Ja, es ist sehr aufwendig, würde ich sagen. Und Bars sind nicht existent, weil ich meine, die existieren, aber ich war noch nie. Aber es gibt schon Bars in Amerika. Ja, es gibt schon. Kommen ja auch in Filmen vor. Ja. Muss ich gerade sagen, in Highlander geht er in ein Bar. Und hat das mit diesen Suburbs zu tun, also mit diesen riesigen Vorstädten, dass die keine vernünftigen Zentren haben, wo sich das verdichtet? Das ist wahr, dadurch, dass die Stadt, die Planung ist anders als in Europa. Dass, hier sind oft diese zum Beispiel geschlossene Bauweise oder nah zusammengebaute, auch auf dem Land, zum Beispiel im Dorf, gibt die Häuser trotzdem oft zusammen. In Amerika dann ist es aufgeteilt auf Kilometer und jeder hat seine quadratische Grundstück nebeneinander. Okay, also jeder hat viel Platz, aber kein Gemeinschaftszentrum. Genau, es gibt keine Zentren. Ich meine, es ist ein bisschen bei unserem Land auch das Problem, ne? Dass du ohne Auto aufgeschmissen bist und dass die Leute alle auf die Feuerwehrfeste fahren im Sommer und dann besoffen heimfahren. In Österreich ist ja auch auch in Deutschland gibt es ja wirklich Ortschaften, die kein Zentrum haben, die aus mehreren Bauernhöfen bestehen. Ja. Oder jetzt, wo die Wirte aussterben in diesen kleinen Dörfern und die Leute ausziehen, dann gibt es kein Wirt mehr. Und es ist dann... Ja, aber ich meine, es sind einfach diese Suburbs und man fährt und es ist sehr, es ist sehr autolastig geworden. Ja. Es ist nicht sehr praktisch, öffentlich zu fahren. Von Struktur, wie die es designt haben. Amerika, besonders Los Angeles, das ist, ich meine, es ist mehr Verkehr dort 1 Uhr in der Früh als hier am Dennis, hast du noch ein Thema? Weil ich glaube, er hat noch ein paar Computerspiele. Naja, eigentlich hatte ich es für nächste Woche aufgehoben, aber ich habe es sowieso schon angekündigt. Und wenn wir heute sowieso so wenige sind, ich erzähle von der Notfallaufnahme des AKHs. Dennis war kaputt, oder? Nein, ich war mit einer Bekannten dort, die ein Problem hatte und dann bin ich halt mitgefahren, damit sie nicht allein dort ist. Und du warst direkt im AKH? Ja, in der Notfallaufnahme. Das ist, wenn man Michelbeuren aussteigt, da einmal durchgeht und dann eben 6, glaube ich, oder 7. Kannst du Privatsphärenverletzend erzählen, worum es ging? Oder ich erzähle nicht darüber. Okay. Also darum geht es auch nicht. Um die Notfallaufnahme. Ja. Okay. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe vor, da viel eventuell ein Hörspiel draus zu machen, weil es wirklich so viel Stoff dort gab. Das ist echt unglaublich, die Notfallaufnahme eines AKHs. Wenn man nichts hat, dorthin... Das ist das allgemeine Krankenhaus in Wien. Ja genau. Jetzt bin ich durcheinander. Achso, es ist schon unterhaltsam, dort zu sein. Also da fallen dann zum Beispiel, das war das Beste überhaupt. Du empfiehlst gerade, wenn es ein bisschen langweilig ist und nichts Gescheites im Fernsehen läuft, soll man sich dort hinsetzen. Ja, also statt... Alte oder neue AKH? Das neue. Das neue AKH. Okay. Im alten AKH ist ja kein Krankenhaus mehr. Da wird der Biertaucher-Podcast jeden Dienstag aufgezeichnet. Das ist interessant. Aber ansonsten ein paar Hörsäle. Na gut. Da fallen dann solche Sätze wie zum Beispiel: Grüß Gott, der ist nicht hier. Okay, da läuft wenigstens der Schmäh. Also. Wow, okay. Das war wirklich super. Was jetzt wirklich das Interessante ist, ist eine Geschichte, da verletze ich eventuell ein klein bisschen ein Persönlichkeitsrecht. Das ist aber eine Person, die ich nicht kenne das geht noch in Ordnung, weil es ist, ich nenne keine Namen, auch wenn ich inzwischen tatsächlich den Namen dieser Person nenne. Also, wenn du sie nennst, verletzt du sie.
Ja, aber eben, ich kenne... Du wirst sie nicht nennen. Ich werde sie nicht nennen. Und ja, bestimmte Sachen, je nachdem könnte es sein, dass die Person dadurch wiedererkannt wird. Also ich werde es aber versuchen, so geringfügig wie möglich identifizierbar zu machen. Welche Uhrzeit haben wir nun? Welchen Wochentag? Samstag? Ja. 20.45 Uhr. Naja. Wohlgemerkt, die Person, mit der ich dort war, ist um nach Mitternacht erst drangekommen und um 1 Uhr sind wir jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus. Also. Also habt ihr lange warten müssen. Ne? Ja, es ist extrem schlimm. Und ihr hättet auch zu einer anderen Notaufnahme gehen können, ihr hättet ja nicht unbedingt ins AKH müssen. Das ja, aber es ist halt mit der U6 am besten zu erreichen. Mhm. Also, ich war mal im Hanuschka-Krankenhaus, glaube ich, heißt es. Das würde ich eher empfehlen. Also eins von den kleineren Spitälern. Ja. Meidling habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, aber okay. Jedenfalls, was da genau passiert ist, eine Person ist reingekommen. Die Person war ziemlich lautstark. Ja, ich weiß nicht. Die Person war nicht betrunken, sondern ja, einfach nur ein Wiener, aber mit einer Besonderheit. Und zwar, diese Person hat sich selbst als Tunte bezeichnet. Wortwörtlich. Als Tunte. Ein Mann, der sich als Frau ausgibt oder sich als Frau auftakelt, aber nicht sagt, dass es eine Frau sei. Wie bitte? Nicht ganz. Also ein Mann, der sich immer noch Der sich wie als Frau Mann... Eigentlich, ne? Ja, es ist schwer. Es ist so... Es ist noch nicht so extrem. Also... Es ist definitiv ein Mann, aber auffällig weiblichen Verhalten. Und diese Person hatte zum Beispiel ein Lederkleid an, habe ich ja später entdeckt, und eine Strumpfhose und eine Lederjacke. Also war als Frau hergerichtet? Oder? Ein bisschen, aber nicht zu 100%. Darf er nicht auf bestimmte Airlines in Amerika fliegen? Aha, interessant. Wieder darfst du nicht, da war neulich ein Skandal über das für Leute, die gratis mitfliegen, dadurch, dass sie Familienmitglieder sind, keine Leggings anhaben dürfen. Hm? Leggings? Ja, wieso nicht? Weil das hässlich ist, oder? Das entspricht nicht die repräsentative Standards. Okay. Ach so. Okay. Okay, also was hat der tuntige Mann jetzt gemacht? Ja, also ich würde niemals eine Person als Tunte bezeichnen, aber diese Person hat es selber gemacht, daher... Okay, ja. Also zuerst mal beim AKH muss man erstmal ein Formular ausfüllen und muss dann eben, wie schon bereits bekannt, stundenlang warten. Und diese Person hat sich dann lautstark darüber aufgeregt, unter anderem, Erstversorgung gibt's ja nicht. Das dauert ja Stunden. Diese Person hatte halt eine Wunde im Gesicht. Mhm. Woher die kam, weiß man nicht. Er hat völlig vor sich hingeblutet. Ja, es sind auch ja die Worte gefallen. Ziemlich lautstark. Ihr wisst schon, dass ich hier jetzt mit meinen blutigen Fingern alles hier anfasse. Ja, yeah. Und... Oh Gott. Aber Moment, gibt's, also abgesehen davon, dass du das Formular kriegst... in die Hand kriegst. Gibt es nicht irgendwen, der dich anschaut? Weil die werden ja... Nein, nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Du kommst erst dran, wenn du dran bist. Du füllst das Formular aus und dann wartest du. Das ist zwar... es gibt noch eine richtige Notfallaufnahme für richtige Notfälle. Aber in die kannst du nicht selber rein, oder kannst du... In die kommst du nur rein, wenn du wirklich ein echter Notfall bist und es um dein Leben geht. Aber wer entscheidet das? Ja, im Prinzip, wenn du in den wenn du mit dem Krankenwagen reinkommst, ist es sowieso schon klar. Also müsstest du eigentlich vom Wartesaal aus die Rettung anrufen und dich dann reintreiben lassen. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich nehme an, sie werden hinter Mechanismus haben. Ja, also... Und ich nehme an, wenn einer sich selber hinschleppt, da gibt es ja diesen berühmten Fall in Österreich, das ist glaube ich 2 Jahre her, wo einer mit abgetrennter Hand mit dem Auto ins Spital gefahren ist und dann hat ihm der Portier noch gesagt, er muss das Auto richtig zum Parkplatz stellen. Oh so mein Gott. Glaube ich, ja. Also es gibt da eine Trennung, da einmal geht man nach rechts, da ist da waren wir. Ich glaube, das ist auch die Unfallaufnahme gewesen, nicht die Notfallaufnahme, wo wir waren. Entschuldigung schon mal, falls ich das jetzt vertauscht habe. Ja, natürlich. Ja, jedenfalls diese Person hat sich halt als Tunte bezeichnet, hat lautstark über das Krankenhaus beschimpft. Und das waren alles nur 10 Minuten.
wo das Ganze abspielte. Und hat dann auch noch darüber geschimpft, dass in Österreich es eine Notstandshilfe gibt, 3000 Euro. Sozusagen hat er auf Ausländer geschimpft. Das war ziemlich deutlich, dass er auf Ausländer es forciert hat. Und als die Person den Zettel ausgefüllt hat und abgegeben hatte, hat diese Person sich auch noch einen Sitzplatz gesucht und als erstes hinter sich die Leute angebrüllt. Das waren offensichtliche Ausländer, ganz offensichtlich. Ich habe keine Angst vor euch. Gusti ist ein Typ, okay. Ja, wie es weitergeht. Typischer Wiener halt, Wiener tuntig. Ja, was ist hier... Achso, als nächstes, also nachdem ziemlich viel er geschimpft hatte, kam dann die Security, die sowieso schon in dem Raum ist, ganz offensichtlich eine Person mit Migrationshintergrund. Okay, ja. Bitte seien Sie nicht so laut, sonst muss ich Sie hier rausschicken. Mit wirklichem Akzent, ausländischem Akzent. Also es war schon etwas interessant, dass sich diese Person gerade über Ausländer geschimpft hat. Hast du eine schöne Unterhaltung gekriegt? Ja, eine schöne Unterhaltung. Okay. Was jetzt aber wirklich das ist, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Diese Person hat auch unter anderem von sich gegeben, dass er als Tunte benachteiligt wird. Mhm. Und hier ist wirklich etwas in meinem Kopf passiert. Diese Person hat sich beklagt, dass sie als Tunte benachteiligt wird, hat aber gleichzeitig auf Ausländer geschimpft. Naja, das geht sogar noch mehr gesteigert. Das habe ich in einem Interview gelesen über die Transgender-Leute, glaube ich. Das war um die Rosa-Lila-Villa, also das Schwulen- und Lesbenzentrum. Und da hat einer interviewt über Vorurteile gegen Trans-Menschen, glaube ich. Und dann hat eben auch der Interviewer, und der hat im Interview wurde gesagt, ja auch, da gibt es halt Kaffee und so, und das ist halt auch in der Community gibt es Vorurteile gegen Transmenschen. Hat er gesagt. Ja. Der Interviewer hat nachgefragt, also innerhalb der lesbisch-schwulen Gemeinschaft wird dann auf Transmenschen geschimpft, und der hat gesagt, ja, nur weil einer schwul ist, ist er jetzt nicht irgendwie anders als andere Österreicher. Das ist genauso da. Ja, stimmt. Ja, also da braucht man nicht mehr. Wahrscheinlich im Schnitt schon ein bisschen mehr, aber es gibt halt auch... Aber was ich jetzt wirklich als Kritik angehen möchte, sind nicht, dass man Vorurteile hat. Okay, ich habe selber Vorurteile. Aber ich würde sagen, dass hier wirklich so eine leichte kognitive Dissonanz herrscht, dass man zum einen Toleranz fördert, aber selber nicht bereit ist, tolerant zu sein. Das kriegst du in jeder Straßenumfahrt. Da brauchst du dich nicht. Ja, das ist... Das kannst du aber auch an dir selber beobachten, wenn der Straßenbahn vor dir weg, also sie fährt gerade weg und du rennst nach, ne? Dann rennst du und willst, dass sie wartet, damit du noch reinkommst. Und kaum bist drinnen, siehst andere rennen, willst eigentlich, dass sie weg, damit du nicht zu spät kommst. Ehrlich gesagt habe ich immer Mitleid mit den Personen, aber ich merke es meistens zu spät, dass da noch eine Person ist. Ja, es ist... Okay, aber was ist noch passiert? Es gibt wirklich Schicksale, die man so mitbekommt. Also man kommt je nachdem wirklich ins Gespräch. Und das war wirklich traurig. Und zwar war eine ältere Dame um die 60 dort. Okay, ältere ist ja schon etwas in diesem Fall. Naja, vielleicht war sie auch schon 70. Ist wurscht. Die Person hatte gar nichts, sondern die war mit ihrer Mutter im Krankenhaus. Und zwar hat sie am Mittwoch versucht, noch mit ihrer Mutter telefoniert und dann versucht, sie noch zu erreichen. Und nicht mehr erreichen können. Und dann, okay, ich fahre mal zu ihr hin. Mhm. Und da lag ihre Mutter 3 Tage lang vor der Haustür mit einem Oberschenkelhalsbruch. Also in der Wohnung oder außerhalb? Vor der vor dem Haus. Das war noch ein Haus. Ah, die hat niemand gesehen? Die hat niemand bemerkt. Wow. Und 3 Tage lang, ohne Essen, ohne Trinken. Und dann wurde sie noch ins Krankenhaus eingeliefert. Ja. In Amerika könnte ich es verstehen, wenn man hier auf dem Land ist und da ist Kilometer niemand da. Aber die typische Wiener Zeitungsmeldung ist, dass jemand Wiener verschimmelt seit Monaten in der Wohnung, der tot und so. Und die Nachbarn regen sich erst auf, wenn die Zeitungen rausquellen, weil, oder wenn es anfängt wirklich zum Stinken, weil halt in diesen Mietshäusern aufkommt. Da war eine Frau von... Das war in Perchelsdorf, hat jemand seine Eltern umgebracht und sowas. Ja.
und da, um die Anonymität zu beschützen, ja, zu bewahren, haben die nicht den Namen gesagt. Aber trotzdem hat jeder gewusst. Nein, hier ist die Lustige. Im Rundschau ist gestanden, die Frau und Herr so und so sind gestorben. Ach so. Im gleichen Heft. Ja, was gewusst. Ja. Und noch ein Geschichtel aus der Notaufnahme? Ja. War etwas Erfreuliches vielleicht? Hattest du ein menschlich erfreuliches Erlebnis? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das war eigentlich eine ziemlich traurige Sache. Aber ich habe natürlich, ich bin ein prinzipiell sarkastische Person und kann Witze reißen, auch in größter Not. Ich wurde selber mal zusammengeschlagen. Ich habe das, glaube ich, im Podcast nie erzählt. Vor einem Dreivierteljahr wurde ich in Meidling, in Liesing auf der an der Bahn zusammengeschlagen. Das habe ich nie erzählt im Podcast. Habe ich da drüber, während das passiert ist, hat nur 6 Sekunden gedauert im Prinzip, währenddessen war ich so klar im Kopf, dass ich mich wirklich an jedes Detail noch erinnern kann. Und anschließend trotzdem habe ich noch Witze reißen können. Also ich habe eine Erstversorgung bekommen auf dem Bahnsteig von einer Sanitäterin. Das heißt, Sanitäter kommen. Ja, das ist eine Sanitäterin, die aber nur zufällig da. Nein, das ist bisher habe ich nie wieder was von gehört. Und ich habe Witze reißen können. Es war, also so fröhlich bin ich drauf. Und es gab dann nur den Augenblick dann irgendwann im Krankenhaus, dass ich mal eine Panik bekommen habe. Aber im Endeffekt war das eher eine lustige Stimmung in einem ernsten Zustand. Da war ich auch im Hanuschka Krankenhaus und habe dort alles Mögliche durchgemacht. Das war ein Dienstag, deswegen habe ich an dem Dienstag auch gefehlt damals. Du hast nie was erzählt? Nein, ich habe es nie erzählt. Ich kann mich erinnern, wie er ausgeschaut hat. Ja. Ich habe damals eine Woche später eine Sonnenbrille getragen. Daher ist es wahrscheinlich nicht direkt aufgefallen. Also ich hatte einen Nasenbruch und ziemliche Blutergüsse. Ja. Ziemliches Unterschied. Und und da habe ich mich halt wieder erinnert gefühlt an im AKH. Wie viel kostet es, wenn man mit Krankenwagen zum Krankenhaus gebracht wird? Dich selbst? Gar nichts. Das ist eine Leistung von der Krankenkasse, die wird davon aufgenommen. Ja. Also ich wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Es ist $2,000. Ja. Wo ist 2000? In Amerika? Ja, und wenn du die nicht hast, lass uns die gehen? Oder? Die schicken dir eine Rechnung später. Du weißt nicht, wie viel es kostet. Die holen dich, auch wenn du Krankenversicherung hast, die holen dich und dann später bekommst du einfach eine Rechnung, Zahl. So und so viel. Und fertig. Ja. Und dann sind sehr viele Leute, die diese Rechnung nicht zahlen können und dann wird diese Schulden an jemand anderes weiterverkauft. Also eine Schuldenhändlerfirma. Ja. So ist es. Ja, nein, ich habe keine Lust, dorthin rauszuwandern. Ja. Was ich dazu noch sagen kann, wäre ich damals schuld gewesen an der ganzen Misere, dann hätte mir die Krankenversicherung die ganze Untersuchung und so weiter in Rechnung gestellt. Das wäre also ein paar tausend Euro gewesen. Du hast bei der Polizei dann eine Anzeige gemacht? Oder? Die Polizei war auch anwesend, weil direkt nachdem das passiert ist, und der von mir abgelassen hat, habe ich mein Mobiltelefon selber in die Hand genommen. Während die anderen Personen total panisch waren. Und sag, von den ganzen Umständen hat da niemand geholfen. Du weißt ja sicher nicht allein. Die waren alle selber perplex. Also das war so schnell und dann war es schon wieder vorbei. Also da hätte keiner mehr helfen können. Nachher hat den keiner verfolgt oder so. Das weiß ich nicht, davon habe ich nichts mitbekommen. Wahrscheinlich waren die Personen auch erstmal, was ist das, was jetzt gerade passiert eigentlich? Also der Mangel an Zivilcourage ist in Wien auch ein Thema. Das ist übel. In diesem, ich weiß nicht.
Der Spruch, der dabei entstanden ist, es hat nur 6 Sekunden gedauert, bis ich FPÖ-Wähler wurde. Aber das stimmt natürlich nicht. Mhm. Ja. Das ist halt... Wie bitte? Ja, es ist halt in einer Millionenstadt, hast halt alle möglichen Leute. Ne? Ja. Auch deinen Anteil an Psychos. Ah ja. Okay. Karl, zur Aufmunterung, du hast in ein Computerspiel. Ja, ich habe gespielt. Wieso? Das war doch gerade lustig. Ich glaube, ich habe nicht davon geredet. Total War Warhammer. Total War Warhammer. Bitte erzähl uns davon. Ja, ich meine, ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Total War-Spiele gespielt? Bisher ja, noch kein einziges. Irgend so ein mit Longbow Knights und so. Du meinst Medieval Total ja, War? Ja, ich nehme an, ja. Eins oder zwei? Das älteste, ich glaube, das Einzel. Okay, ja. Das habe ich nicht gespielt. Vorher habe ich hauptsächlich Medieval Total War 2 gespielt. Mhm. Und ja, erstens mal ein großer Unterschied ist es im Warhammer-Welt. Okay. Da muss ich jetzt fragen, Warhammer oder Warhammer 40.000K? Ja, Zauberfirma. Es gibt aber einen Universumsunterschied. Das sind ja beides unterschiedliche Universen. Das ist komplizierter, habe ich gehört. Das ist so mit Raumschiff Warhammer? 40.000 ist mit Raumschiff und so. Ja. Warhammer ist Warhammer Fantasy Battles. Das ja. ist Fantasy. Okay. Und das Total War ist jetzt mit Fantasy? Genau. Okay, ja. Und... Das ist ein Total War-Spiel und es gibt sehr gute Entwicklungen im Vergleich zu den älteren Total War-Spielen, in dem zum Beispiel vorher war es so, dass wenn du... Aber ich glaube bei Shogun... Jetzt sollte man das kurz beschreiben, was ein Total War-Spiel ist. Ah ja, du musst prinzipiell Armeen kontrollieren. Kannst die, es sind zwei Aspekte zum Total War. Eins ist die Campaign-Mappe, die turn-based ist und man hat Armeen und Provinzen. Also, und also schiebst du Armeen und Provinzen herum. Und ja, und du baust Gebäude und alles. Und dann gibt es die taktischen Battles. Taktischen Battles, ja. Und die taktischen Battles gibt es auch auto-resolved, das die Computer die machen. Aber prinzipiell kannst du da deine Armeen herumkommandieren, in Echtzeit, glaube ich. Und du kannst aber auch Orders geben, auf Pause drücken. Im Pause-Modus oder ja, und Pause dann schauen, und das Spielen, das geht an alle Schwierigkeitsgrade, außer Legendary, was ist, was ich hauptsächlich spiele. Also im Legendary gibt es keine Pause-Funktion. Keine Pause und es ist Iron Man. Okay. So. Und es ist die Computer, okay, bei Total War, einer von den Nachteilen, schlechte Seiten ist, dass die Computer wird nicht wirklich schlauer. Es schummelt nur mehr. Schummelt mehr, ja. Bei Legendary ist es schon extrem. Ja? Und das muss man wirklich. Aber er kann dich nicht taktisch austricksen, sozusagen. Nicht austricksen, aber dann, wenn es ist, wie seine Goblins gewinnen gegen deine stärkeren Soldaten, dann bist du ein bisschen wie Euda. Ja, so ein bisschen, ja. Und ja, es spielt in Warhammer-Welt. Gute Sache, es zieht mehr, dass man ein paar großen Armeen hat und nicht viele kleine. Ja, und jeder Ort hat seine eigene Garrison, die sich selbst beschützt. Ja. Es ist sehr viel Spaß. Was man auch merken soll, ist, dass wirklich die Rasse, verschiedene Rassen sind verschiedene Schwierigkeitsgrade. Okay, total, ja. Ja. Und zum Beispiel, ich habe gespielt Dwarfs, Bretonnia und Imperium. Empire of Man oder so. Ja? Und die Bretonians und Empire sind die zwei gute Menschenrassen. Und Zwerge sind auch gut. Ja? Und die Zwerge sind viel leichter, wegen wie es anfängt. Und Bretonnia ist leichter, dadurch auch, ist es kompliziert zu erklären, aber wegen die Technologiefaktoren und geografisch. Empire ist in die Mitte von allem und Bretonnia ist am Westküste. Okay, ist schön isoliert. Ja, und es ist sehr leicht zu beschützen und so. Und was hat dir mehr Spaß gemacht, die Kampagne oder die Battles dann? Oh. Naja, es ist sehr gut, dass es gibt diese Abwechslung zwischen beiden. Und die Battles machen sehr viel Spaß. Und die Kampagne, ja, ist auch Spaß. Aber es ist... Wenn es auf Hard Mode ist, dann ist es beides ist sehr schön. Legendary ist schon ein bisschen schwierig, aber ja.
Und ich empfehle für alle, die es spielen auf schwieriger Grad oder was immer, für mein Empire-Spiel sofort den Vampires zu schüren. Das ist absolut wichtig. Das was? Es gibt eine Armee, das heißt Vampire Counts. Mhm. Die sind Vampire mit Undead-Soldaten und so. Mhm. Ja? Und die zuerst zu vernichten ist, was ich. Ist wichtig, dass sie nicht wachsen, oder? Ja, die sonst extrem nervig sind. Also direkt, wenn du das Spiel anfängst, ja, genau, rüberrennen. So, nein, nicht rüberrennen, aber du machst ein bisschen Anfang, nimmst dir deine kleine Marienburg und so, aber dann direkt rüberrennen. Wenn du die am Anfang vernichtest, dann hast du viel mehr Platz und dann ist es viel leichter, das ganze Kampagne. Okay. Total War, Warhammer. Ja. Hast du noch was? Eigentlich nicht so wirklich. Warte mal, nächste Woche mal, einfach. Wenn der Stefan wieder da ist. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich. War sehr schön, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Okay. Und 1 Stunde 5. So.